Willkommen zur deutschen Übersetzung von Creating Resilient and Sustainable Mobile Phones, zu Deutsch widerstandsfähige und nachhaltige Telefone, Mobiltelefone herstellen, von Paul Gardner-Steven, live vom 36. Chaos Communication Congress in Leipzig. Alle Talks am Kongress werden live zwischen Deutsch und Englisch und in eine weitere Sprache übersetzt. Für weitere Details und Informationen, wie die Streams genutzt werden können, besucht c3lingo.org. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, bevorzugt mit Hashtag C3T. Eure Übersetzungen für diesen Talk sind Basago und Babla. Paul Gardner wird uns jetzt über sein aktuelles Projekt und die Probleme, die er dabei festgestellt hat, vorstellen. Creating resilient and sustainable mobile networks. Bitte heißt ihn herzlich willkommen. Okay. Danke, dass ihr alle da vorbeigekommen seid, auch so spät am Abend. Auf jeden Fall, für mich ist das nach meiner üblichen Schlafensgehzeit. Ich bin gestern von Australien hergekommen und hatte nicht so viel Schlaf, aber es sollte alles okay sein. Cool. Was wir hier sehen können, ist der Mega 65, das ist der Prototyp, und wir haben einen Prototyp von dem Mega 65 Mobile, und über den noch in einer Minute reden werden. Die ganze Präsentation wird mit dieser Technologie, die wir herstellen, präsentiert werden. Das ist sozusagen ein bisschen ein Beweis durch ein Beispiel, dass wir diese Sachen, dass wir auch 8-Bit-Systeme benutzen können, um solche Sachen zu machen. Lassen wir einfach den Bildschirm auf den Mega 65 wechseln. Wir haben hier eine Diskette oder eine Festplatte drin. Wir werden jetzt in den 64-Modus gehen. Und wir laden jetzt hier diese Datei. Wir müssen leider ein bisschen warten. Wenn ich diese eine Taste unterdrücke, dann wird er bei voller Geschwindigkeit und nicht langsamer spielen. Und jetzt ist es geladen. Das ist Commodore 64 Software. Das muss dieses Spiel sein. Alles wird das hier mit diesem auf FPGA-Chips hergestellt. Wir möchten also Systeme, über die wir volle Kontrolle haben und die einfach genug sind, dass wir nicht ein großes Team von Menschen brauchen, um daran arbeiten zu können, aber das hier, was wir sehen, wurde in 2-3 Personenjahren hergestellt. Also es ist schon möglich, so viel damit zu machen mit diesen Systemen. Man braucht also nicht viele Ressourcen wie große Firmen. Okay, so we'll do Mega O 36C. Wir machen jetzt also hier Mega O 36C3. Und jetzt drücke ich F5 für Präsentationsmodus. Und jetzt kann ich meinen Klicker benutzen. Können wir die Kamera kurz für einen Moment wechseln? Bitte die Kamera wechseln. Das ist ein 64-Joystick, ein kompatibler Joystick für den C64. Und bitte wieder zu den Slides zurück, das wäre super. Der Controller ist zu Hause gemacht. Selbst gemacht. Ich werde über widerstandsfähige und nachstellige Handys reden. Und es wird ein bisschen klarer werden, was ich damit meine, wenn wir hier durch den Talk gehen. Kommunikationsmöglichkeiten wurden als Waffe benutzt in der letzten Zeit. Zwar waren, um Kommunikation kaputt wurde, war das natürliche Unfälle Probleme waren, aber jetzt sind es eher, dass menschengemachte Probleme uns Probleme machen, zum Beispiel, dass das Internet runtergefahren wird
oder wir haben Aktoren auf Staatenlabel, die Zero-Day-Exploits ausnutzen können. Und wir haben Kräfte, die Leute unterdrücken möchten und empfindliche Leute oder Leute, die davon betroffen sind. Und wir stellen fest, dass der Wert von Kommunikation noch nicht sehr gut verstanden wird. Oder wird. Es ist sehr wichtig für diese bösen Kräfte, das Internet oder die Kommunikationssachen zu kontrollieren. Was ich sagen würde, ist, dass der digitale Sommer vorbei ist und wir sind im digitalen Herbst. Wir können sehen, dass es gibt noch viele Früchte im Herbst, aber es fühlt sich noch so an, als noch viel da ist und dass wir noch viel essen können. Es gibt noch viel Platz, wo man rumgehen kann, aber es gibt. Kennt jemand die Geschichte vom Rasen, Grashüpfer und Ameisen des Grashüpfers? Das ist ein deutsches. Das ist ein deutsches Sprichwort. Und die Ameise sagt dem Grashüpfer, der nicht aus dem Nest kommt, ey, du musst doch irgendwie zu essen kommen, sonst kommst du nicht durch den Winter. Und der Grashüpfer leugnet, dass sich die Jahreszeiten ändern. Und ja, aber die Jahreszeit ändert sich und der Grashüpfer kommt jetzt zur Ameise und sagt, hey, mir ist kalt und ich bin hungrig. Und die Ameise sagt, ja, habe ich dir auch gesagt. Und ich mag es, wenn ich hier zu diesen Events komme, welche Kreativität sozusagen aus dem digitalen Sommer kommt. Es ist wundervoll, es ist fantastisch. Und das möchten wir eigentlich unendlich lang tun. Aber wir fühlen die kühlen Winde schon, die uns entgegenkommen, die uns sagen, dass wenn wir nichts tun, dann wird das nicht unendlich weiter so gehen können. Das Statement, also was ich hier auf jeden Fall machen möchte, ist, dass die Freiheiten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also alles nach dem Zweiten Weltkrieg, soweit ich weiß, eher ein Irrweg der Geschichte sind, denn das ist vorher nicht gesehen worden und wir sind in der Gefahr, dass es auch nie wieder passieren wird. Wir werden also individuelle Freiheiten und Agency und all dieses potenziell verlieren können. Und damit würde sich halt auch die Machtdynamik innerhalb von staatenartigen Gebilden und sonstigen Machtstrukturen wieder hart in asymmetrische Richtungen entwickeln, wo wir nicht mehr als gleichberechtigte AkteurInnen agieren können, wie etwa im digitalen Sommer. Also möchten wir jetzt im digitalen Sommer natürlich aufpassen, dass dieser digitale Winter möglichst kurz, möglichst flach, möglichst gut auszuhalten ist. Denn wenn wir erstmal im digitalen Winter sind, dann wird es zu spät sein. Wenn wir diese Analogie jetzt noch weiter treiben, also die Zeit, wo es kein Essen mehr an den Bäumen gibt, keine Früchte mehr an den Bäumen gibt, wo es also nicht mehr möglich und nicht mehr praktisch realisierbar sein wird, neue Technologien zu realisieren, dann können wir kaum darauf hoffen, neue Saat im Frühjahr ansehen zu können, beziehungsweise neue Früchte zu ernten. Denn ohne neue resiliente Tools wird das Frühjahr wahrscheinlich vielleicht nicht wiederkommen. Wir können also jetzt versuchen, Leute zu ermächtigen, durch den digitalen Winter hindurchzukommen, um uns gegen die Kälte des digitalen Winters wehren zu können. Das Problem, was wir damit haben, ist aber, dass wir nicht wissen, wann dieser digitale Winter tatsächlich kommen wird. Wir warten irgendwie auf Regierungen und auch nichtstaatliche AkteurInnen.
die immer mächtiger und oppressiver werden. Und wir wissen nicht genau, wo dieser Schwellpunkt erreicht wird. Und wenn wir jetzt diese Versorgungsketten ansehen und in verschiedenen Vorträgen auch besprochen haben, dann sehen wir, dass es ziemlich einfach ist, schnell in den digitalen Winter überzugehen. Und wie mit dem echten Winter, wird es am Anfang des Winters noch sehr, wird es vielleicht noch genug geben zu essen, aber das wird immer schwerer werden, je weiter wir in den Winter gehen. Also lasst uns darüber nachdenken, wir haben darüber versucht nachzudenken, was wir brauchen, insbesondere von mobiler Kommunikation als Kernstück. Das, auf mobile Geräte haben wir uns insbesondere deswegen bezogen, weil die essentiell sind, um miteinander in Kommunikation bleiben zu können. Stellt euch also etwa nach einem Erdbeben vor, wir haben alle diese Mobilgeräte bei uns. Etwa mit einem gerade kürzlich passierten dreitägigen Erdbeben etwa, wo Milizen zwischen den verschiedenen Krankenhäusern und so umhergegangen sind und Dörfern, um Sachen, Leute auszurauben. Wirklich nicht gut. Und um solche Art der Probleme zu vermeiden, wäre eine gute, effektive Gemeinschaft, die dagegen etabliert wird und organisiert wird, sicher sehr hilfreich. Fangen wir etwa bei den vier Freiheiten aus GPL an. Die sind ein guter Start. Die geben uns zwar Erlaubnisse, aber das ist nicht ausreichend für Hardware. Wenn wir über Mobilgeräte reden, ist das insbesondere wahrscheinlich nicht genug. Aber sie sind schon ein guter Start für Freiheiten. Es gibt viel Raum für Aufbesserung. Und mit allem, was wir hier tun, brauchen wir, dass Leute dazukommen und uns dabei helfen und dass wir zusammenarbeiten daran, diese Freiheiten auszudefinieren. Die erste Freiheit ist die Unabhängigkeit von Energieinfrastruktur. Wir wissen, kritische Infrastruktur ist extrem verletzlich. Und wir haben schon irgendwie solche zentralisierten großen Stellen, die Energie für uns hergeben. Und kennen aber auch schon den Effekt, was passiert, wenn solche Energieversorgung abgeschnitten wird. Das ist schon sozusagen als Waffe benutzt worden. Also das ist relativ einfach zu realisieren. Wir brauchen einfach andere Energiequellen, wie etwa Solarzellen oder mechanische Erzeugung von Energie. Was Wenn ihr einen guten Hersteller für Niedrigenergie-Funk, würde das auch super. Der zweite Frieden ist eigentlich sehr ähnlich. Es geht um die Kommunikationsinfrastruktur. Und die Kommunikationsinfrastruktur ist tatsächlich etwa noch viel fragiler als die Energieinfrastruktur. Denn das ist schwierig, denn die Kommunikationsinfrastruktur wird schon jetzt missbraucht. Gibt es viele Möglichkeiten hier. Wir haben mit Mesh-Netzwerken schon gearbeitet und es gibt viele Leute, die arbeiten an verschiedenen Projekten für Peer-to-Peer-Protokolle, die auf sichere Art und Weise Peer-to-Peer-Kommunikation. Da wird schon viel getan. Und jetzt gibt es die härteren Frieden, die komplizierteren Frieden. Es muss sich, dass wir nicht abhängig sind von von großen Herstellern oder von den Devices von großen Herstellern, wenn es um Sicherheit von den Devices geht. Es geht zum Beispiel um Sachen, was die GPL zeigt, zum Beispiel, dass wir den Source Code lesen können. Aber wir müssen auch sicher sein, dass wir diese Rechte auch anwenden können. Das heißt, die Software muss einfach genug sein, sodass wir in der Lage sind,
dass wir in der Lage sind, die Software auch selbst zu patchen, selbst zu verbessern. Und es ist klar, dass es nicht, dass das nicht möglich ist mit zum Beispiel Android-Telefonen. Wer in dem Raum hat tatsächlich Android selbst kompiliert? Wer hat das probiert und hat aufgegeben? Noch mehr Hände. Das kenne ich selbst. Und das habe ich probiert. Ich habe mehrere Stunden verbraucht und da habe ich gesagt, ja, das ist tatsächlich ziemlich viel Arbeit. Und das ist nicht gut, wenn wir schnellen Fortschritt haben wollen. Und wir wollen Systeme haben, die einfach genug sind, dass wir sie fixen können. Und auch außerdem die Einfachheit verkleinert die Angriffsoberfläche. Und es gibt, wenn es Akteure gibt, die unsere Strukturen oder unsere Geräte angreifen wollen. Und es ist natürlich wichtig, dass wir in der Lage sind, dass wir uns dagegen wehren können. Und in meiner Meinung nach, die einzige Möglichkeit oder die einzige Hoffnung, die wir haben können, in dieser Sicherheit ist, dass wir einfach genug Systeme haben. Der vierte Frieden ist in Relation zu dem vorigen. Und zwar, dass wir, unser Frieden ist, dass wir tatsächlich in der Lage sind, die Software kompilieren zu können und dass die Hardware auch gut genug ist dafür. Theoretisch haben wir, es ist natürlich mehr, dass wir nicht nur theoretisch das Recht haben, die Sache anzupassen oder zu verbessern, sondern dass wir es auch können. Und natürlich, der ist auch hängt zusammen. Und deswegen freue ich mich natürlich auch, wenn ich Feedback von euch bekomme. Wir brauchen auch die Freiheit, dass wir den Device für längere Zeit warten können. Wer hatte hier ein Fairphone-Device? Ja, ich hatte das auch, das Device. Und ich finde das sehr gut. Wenn man mit diesen Fairphone-Herstellern mal redet. Das ist sehr, sehr harte Arbeit, die in dieses Fairphone reingekommen sind. Die Komplexitäten und die Hürden, die man übergehen muss. Und du hast alte Hardware und dann willst du auch neue Hardware unterstützen. Okay, als Gemeinschaft kann man vielleicht ein oder zwei Devices unterstützen, Geräte unterstützen. Aber wenn man jetzt Geräte braucht, die unterschiedliche individuelle Ansprüche gerecht werden müssen oder unterschiedliche Energiequellen und unterschiedliche Anforderungen und das zu unterstützen mit mobiler Telefon-Hardware, die ganze Komplexität und die Arbeit, die da reingehen muss, ist sehr, sehr umfangreich und dafür müssen wir Lösungen finden. Und da auch in Relation dazu, und die sechste Freiheit ist die Skalierunabhängigkeit. Wir müssen also wir brauchen genug Kapital und genug Leute und groß genug Teams, um überhaupt diesen ganzen Herstellungsprozess durchführen zu können. Das ist wahrscheinlich ein paar Millionen Euros. Selbst wenn man versuchen würde, das sehr günstig durchzuziehen, würde es wahrscheinlich sehr, sehr teuer sein. Das heißt, wir müssen das irgendwie runterbrechen, um es möglich zu machen, das durchzuführen. Und natürlich, wie ich bereits schon gesagt habe, Einfachheit ist sehr wichtig in dieser ganzen Geschichte. Wir haben gerade gesehen, dass es kompliziert ist, ein Android-Phone herzustellen oder die Software zu kompilieren. Und wenn man noch darüber nachdenkt, okay, die Hardware auch herzustellen, das ist auch sehr kompliziert. Und eine Hardware ist ganz häufig eine Blackbox und wenn es eine Blackbox ist, dann kann man ihr nicht vertrauen. Wir haben wieder das Problem, im digitalen Winter wollen wir keine Blackboxes haben. Wir wollen
in der Lage sein, alles zu verstehen und alles ändern zu können. Das Gerät muss einfach genug sein, dass man es nicht nur einmal herstellen kann, sondern dass man es immer, immer wieder herstellen kann. Es ist viel besser, wenn man selbst sich selbst überleben muss, dass man auf eine Axt basieren kann und dann auch viel damit machen kann. Es ist viel einfacher, einfach eine simple Axt zu verwenden und damit umgehen zu können, anstatt ein kompliziertes Gerät erst herstellen zu müssen. Die Dinge, die wir brauchen, müssen so sein, einfach sein, dass man sie selbst mit relativ einfachen Mitteln herstellen kann. Wir müssen versuchen, die Barrieren weiter zu reduzieren. Oder Geräte, die da sein müssen, und das führt uns jetzt dazu, zu dieser Spannung, etwas, was einfach genug ist, und wir wissen, als Gemeinschaft haben wir nur sehr begrenzte Ressourcen, machen wir eins oder machen wir alle irgendwie unser Ding und verschiedene Sachen? Das ist ein Spannungsfeld, das wir haben, und ich kann nicht sagen, dass ich die absolute Lösung dafür habe. Dann brauchen wir halt sowas irgendwie verschiedene Keimlinien, und wenn eins davon irgendwie bricht, weil es nicht überleben kann, dann wird das halt gefüllt durch was anderes, aber halt nicht so viele, dass es völlig zersiedelt. Mein Plan wäre also eher ein Gerät zu bauen, was viele solche positiven Eigenschaften hat, etwa unsere 6 Freiheiten, und andere sehen, hey, das ist cool, lass uns darauf aufbauen. Also etwa die Open-Source-Strategie, die wir schon kennen aus der Open-Source-Community, ist wahrscheinlich eine ziemlich gute Idee, auch für diesen Fall. Also kommen wir jetzt tatsächlich mal zum Megaphone, was wir versuchen zu bauen. Was hatten wir uns eigentlich vorgenommen? Was waren die Ziele und die Methodologie? Wir wollen es simpel, sicher, selbstversorgend und überlebensfähig. Und es soll ein Smartphone sein. Für verschiedene Nichtregierungsorganisationen in der Welt. Auch in den UN-Clustern, die bei Naturkatastrophen helfen. Und dann gibt es dort halt auch Leute, die denen gesagt haben, hey, ihr solltet auch Kommunikationstools herausgeben, und zwar diese. Also es sollte wieder etwa einen Smartphone-Stil haben. Man sollte nach einer Naturkatastrophe sowas wie Formulare ausfüllen können und die an Behörden schicken. Oder stellen wir uns Krankheitsausbrüche in zum Beispiel einem Kontinent wie Afrika vor, dann möchten wir auch das kommunizieren können. Dort, wo solche Strukturen, solche Versorgungsstrukturen an sich schon nicht besonders stark sein mögen, denn sonst hätte es diesen Ausbruch wahrscheinlich nicht gegeben. Also muss es irgendwie unabhängig von den Versorgungsstrukturen, die wir da eigentlich vorliegen haben, sein, denn wir werden verschiedene Probleme an verschiedenen solchen Orten haben. Das war so ungefähr die Motivation, mit der wir gestartet haben. Und aus anderen Gründen haben wir auch am Mega-56-Projekt gearbeitet. Und dann ist mir aufgegangen, dass diese 8-Bit-Architektur wahrscheinlich kraftvoll mächtig genug ist, um einerseits, wie ihr hier seht, für die Folien dieses Vortrages benutzt zu werden. Der Code ist beweisbar und sicher. Und man kann wahrscheinlich nicht wesentlich simpler als ein 8-Bit-System werden und immer noch nützlich sein. Also stellt euch eine
Wenn ihr einen Weg findet, eine 4-Bit-CPU tatsächlich einfach zu bauen und nützlich zu machen und das ist einfacher zu verifizieren, fein. Aber ich glaube irgendwie so aus dem Bauch heraus nicht dran, dass es geht. Und ich würde davon ausgehen, dass der Code dann einfach wesentlich größer und wieder schwerer zu verifizieren wird. Also hier haben wir, glaube ich, genau diesen Wohlfühlspot bei 8-Bit. Und dieses Telefon, unser momentanes Megafon, ist sozusagen der Mega 65 in portabler Form. Wir sind jetzt ungefähr bei der Proof-of-Concept-Phase und hatten die ersten Telefonate mit der LinuxConf in Australien im Januar, diesem Januar. Und ich werde bald oder später über ein paar der Audio-Probleme reden. Lasst uns ein bisschen über das Megafon reden. Einerseits die Energieabhängigkeit. Wir brauchen eine große, starke Batterie. So, wir wollen halt nicht, dass sie einfach mittendrin leer ist. Das hasse ich. Also haben wir eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie für so ausdauerndes Leben. Mit den Solarzellen, die wir auf die Rückseite getan haben, können wir wahrscheinlich ungefähr 7 Watt erzeugen. Bei ein paar Stunden Ladezeit, also etwa 7 Stunden Ladezeit, aber ihr wisst schon auch aus Wettererfahrung, dass ihr wahrscheinlich so gute Bedingungen nicht habt. Also eine große Batterie, um das gut ausbalancieren zu können. Also CPLDs, was etwa kleine FPGAs sind, machen halt gerade das, was im Deep Sleep, im Standby gemacht werden muss, damit wir ein funktionsfähiges 4G-Modem haben, das schon läuft, sobald ihr das Ding in der Hand habt. Legen wir also diese Batterie mit den Solarzellen nach oben und dann haben wir planmäßig unendlich lange Ladung. Wegen der Kapazität des Solarpanels. Für Unabhängigkeit von Kommunikationsinfrastrukturen wollen wir halt drüber nachdenken, so über die kleinen Dinge, denen wir nicht trauen können, wie etwa mobilen Modems. Die müssen gesandboxed sein, sind schwer zu verstehen. Aber es ist hart, ein völlig offenes 4G-Modem zu bauen. Fänden wir schön, würden wir gerne einbringen. Bis dahin nehmen wir das, was wir halt gerade haben. Diese mobilen Modems werden an verschiedensten Orten benutzt. Die kommen in Kühlschränken vor, in Autos vor. Die werden also einfach zu recyceln sein aus den verschiedensten Teilen. So. Wenn wir uns vorstellen, wir hätten nur einen 5G-Link, stellt euch vor, irgendwie ihr wollt 40 GB Spiel damit runterladen, das dauert einfach zu lang, also natürlich wollen wir eigentlich mehr davon. Und mit so begrenztem Zugang zu Kommunikationsinfrastruktur in solchen oppressiven Umgebungen, brauchen wir ein eigenes Serval Mesh. Die Bezeichnung ist ein kleiner Witz, aber nicht so ganz ernsthaft. Schicken Funkpakete und lauschen mit den Modulen. Wir haben akustisches Netzwerken mit 4 Mikrofonen und können da Single Processing drauf machen. Wir können es auch in der Ultraschall-Range messen. Wir können es aber auch in die akustische Bandbreite bringen, Frequenzbandbreite bringen und können damit halt den R-Gap überspringen. Es gibt da verrückte Forschungen von Leuten,
was man da so zwischen Mikrofon und Lautsprecher machen kann. Wenn ihr darüber sprechen wollt, sprecht einfach nach mir, nach dem Talk mit mir. Und denkt über all diese Dinge nach und was auch immer man da mit tun könnte, dann sollte uns klar sein, es wird einem Gegner unglaublich schwer fallen, all das zu sabotieren. Es wird nicht möglich sein, alles gleichzeitig zu sabotieren. Denn wenn wir jetzt die Geräte alle nah beieinander halten, dann werden wir bei einem verzögerungstoleranten Netzwerk rauskommen. Und die Unabhängigkeit, Sicherheitsunabhängigkeit, das Betriebssystem läuft auf einer kleinen CPU. Das ist wie ein Commodore 64 CPUs. Es hat einen 8-Bit Hypervisor, der 16 Kilobyte groß ist. Das ist quasi eine Hardware-Limit. Wir wollen, dass es nicht größer wird, denn was brauchen wir wirklich? Was wir wirklich brauchen, um ein System zu haben, was überprüfbar ist. Und es sollte möglich sein, einen einfachen C-Compiler auf dieser Maschine selbst laufen zu lassen. Das heißt, wir können quasi komplett off vom Netz weg arbeiten. Wir wollen die Sachen komplett Sandbox sind. Wir haben AT-Kommando-Interface. Es macht es für einen Angreifer schwieriger, das System zu kompromittieren. Und weil wir wissen, wo die Schwachstelle ist, können wir sehr viel Arbeit an genau diese Stelle stecken, um zu versuchen, diese Schwachstelle nicht so schwach zu machen oder zu stärker zu machen. Wir haben auch einen integrierten Hardware- und Software-Inspektor. Das heißt, man kann in Echtzeit Verifikation machen. Wir machen Tab und dann sind wir im Matrix-Modus. Wir sehen die Systeme. Das System läuft nun im Background, im Hintergrund. Okay. Und ich kann wieder zurückgehen. Dafür werde ich einen kleinen Bug einreichen. Jetzt sind wir wieder im Matrix-Modus. Jetzt können wir in den Memory gucken, in Echtzeit, in den Speicher gucken. Das heißt, wenn du wirklich Angst hast, dass du angegriffen wurdest, kannst du in diesen Modus gehen, die CPU anhalten und dann kannst du jedes Byte überprüfen und das mit deinem physikalischen Ausdruck von deiner Software überprüfen und schauen, ob alles noch in Ordnung ist. Das heißt, man kann über längere Zeit überprüfen, dass zu jeder Zeit das System genau das tut, was es tun soll. Und da es so einfach ist, weil immer nur ein Programm zu einer Zeit läuft, weiß man sofort, was das System tut. Wir können auch den Restore-Key drücken, den Wiederherstellen, die Wiederherstellen-Taste. Wer den C64 kennt, der erinnert sich vielleicht daran. Wir haben auch andere Software, auf die wir schon am Laufen hatten und können jetzt... Wir können also die Präsentation kurz unterbrechen, um ein bisschen Gyrus zu spielen. Ich muss noch kurz den Joystick umstöpseln. Das kann ich auch hier machen. Wenn man möchte, kann man das einfach tun. Und dann kann man wieder zurückgehen. Und so tun, als ob wir nicht gespielt hätten. Ich muss da natürlich speichern, weil jetzt muss er das Ding neu starten. Aber die Bootzeit ist nicht so lang. Wir haben leider kein Problem, um durch die Slides durchzuspringen. Wir müssen also jetzt alle Slides rendern. Das ist die Strafe dafür, dass ich vorher nicht den Zustand gespeichert habe. Aber lass uns das kurz übersprungen. Wir sind jetzt sowieso gerade an dem richtigen Punkt, um darüber zu reden. Und zwar den Audio-Teil des Telefons. Das ist nämlich ein sehr wichtiger Teil, den man über sichern muss.
Dafür habe ich ein Diagramm gemacht. Das Oben haben wir ein normales Mobiltelefon. Wir haben das nicht vertrauliche Modem. Und zwar kann es zu jedem Teil, es hat eine direkte Verbindung zum Mikrofon und zum Lautsprecher. Und das Modem fragen wir: Hey, liebes, völlig nicht vertrauenswürdiges Modem, kannst du mir bitte das geben, von dem du behauptest, dass es aus dem Mikrofon kommt? Und wenn das vollständig kompromittiert ist, was du gerade tust, ist es auf demselben Speicher ist. Und hey, ich bin hier dieses geheime Eichhörnchen und keiner kann sehen, was ich tue. Ja gut, dann kann dieses Modem da halt nachgucken. Also das Modem kann den Bootloader und was nicht alles kompromittieren. Das ist wirklich kein überlebensfähiges Modell für den digitalen Minder. Also haben wir stattdessen das völlig nicht vertrauenswürdige Gerät wegzuisolieren in seinen kleinen eigenen Stall und spannen eine Telefonschnur dazwischen und sprechen nur so damit, sodass wir am Mikrofon und am Lautsprecher verschlüsseln. Das ist also alles sicher und können damit einigermaßen beweisbar sichere Kommunikation herstellen, noch bevor wir mit dem Modem reden. Das ist ein radikal anderer Ansatz, als wir ihn momentan bei Mobilgeräten kennen. Jetzt schauen wir uns die letzten Slides aus dem Teil 2 an. Auch einfache Software kann Bugs haben. Okay, wenn ich jetzt das geladen habe, dann kann ich wahrscheinlich das andere laden. Ah, weil die Fonts noch nicht geladen waren. Cool. Und man kann den Joystick auch benutzen, um sich im Text zu bewegen, wenn man das möchte. Okay. So, if we think then about und dann denken wir jetzt über darüber nach, was wollen wir damit jetzt tatsächlich erreichen? Mit so einer Commodore abgeleiteten Plattform. Das hat für uns so ein paar Vorteile. Man hätte das mit anderen Plattformen machen können. Mein Verdacht ist, dass die RISC-V-CPUs etwa noch viel zu kompliziert sind, um sie zu verifizieren, aber das ist meine Meinung. Es wäre halt schön, irgendwie, wenn man da verschiedene Prozessoren haben könnte, sodass wenigstens eins von einer der Prozessoren immer weiterarbeiten kann. Wenn wir von Raspberry Pis reden, da könnten wir vielleicht einen Port von Android machen, den irgendjemand anders machen muss, denn wir können es nicht. Und dann hätten wir Zugang zu SD-Karten. Das wäre etwas, was wir benutzen könnten, um angepasste Mobilgeräte für Personen, die behindert werden, zu herzustellen. Und könnten dann andere Eingabemethoden haben als die für Smartphones. So, ich bin jetzt schon irgendwie aus meiner offiziellen Zeit, die ich mir vorgenommen hatte, raus. Also werde ich hier jetzt schnell durchgehen. Es gibt viele Tools für viele Programmiersprachen. Und wenn wir über die Fähigkeit es zu maintainen und die Skalen und Unabhängigkeit reden, wir brauchen keine BGA-Teile. Es ist einfach genug, dass man keine HerstellerInnen dafür braucht. Also gut, um es im digitalen Winter zu benutzen. Und es ist gebaut auf schon existierenden Geräten. Und es gibt so viele Dinge, wo wir wirklich gerne Hilfe hätten.
and to, you know, to be able to mature it and make it work. So it doesn't matter whether you ever programmed an 8-bit computer or have ever done any FPGA work. Or es spielt keine Rolle, ob ihr nur an Computern arbeitet oder mit FPGAs gearbeitet habt oder das noch nie gemacht habt. Es gibt viel Platz, um sich hier auszutoben. Es ist ein wichtiges und ein wirklich schönes, lustiges Projekt, um dort zu arbeiten. Ich möchte jetzt damit schließen, während ich über den Vortrag nachgedacht habe, ist es tatsächlich ein Call to Action. Der digitale Herbst ist längst da. Es gibt viel zu tun und die Zeit könnte viel kürzer sein, als wir denken. Wir können nicht alles alleine machen. Wir tun, was wir können und versuchen im frühen April in Berlin ein Event zu bauen. Und wir werden bei den alten Computern sein, falls irgendjemand mit uns darüber sprechen möchte. Und dann lassen wir es erstmal da. Das war die deutsche Übersetzung von Resilient und Sustainable Mobile Infrastructure. Eure ÜbersetzerInnen waren Vasago und Bubbler. Wir freuen uns über Feedback, entweder per Mail an hello@c3lingo.org oder über Twitter mit dem Hashtag C3T. Wir nehmen jetzt Fragen, könnt ihr jetzt gerne stellen. Wir haben 6 Mikrofone im Publikum und wir haben auch unsere Signal Angels, die Fragen aus dem Internet sammeln werden. Und die haben eine Frage. Okay, so you already talked about some events, but maybe du hast schon über ein paar Veranstaltungen geredet, aber kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen, wie du planst, die Community mit einzubeziehen? Wie wir die Gemeinschaft einbringen? Im Wesentlichen ganz so, wie die Gemeinschaft sich einbringen möchte. So, bislang ist das Telefon im Wesentlichen ich selbst und ein paar Leute an der Universität, ein paar StudentInnen, die daran arbeiten. Und das Problem ist aber, dass der Truck-Faktor gerade bei 1, also wirklich nahe bei 1 ist. So. Was wirklich schön wäre, wäre ein paar Leute zu finden, die an Software arbeiten wollen, die C kennen. Also ja, Assembler braucht ihr nicht, um hier dran arbeiten zu können. Und es wäre also schön, irgendwie, wenn wir zu zweit an diesem selbstgebauten Telefon arbeiten könnten und sprechen könnten. Dann gibt es aber auch noch irgendwie Hüllendesign. Es gibt viel zu tun. Do we have more from the Signal Angels? Yes, we do. Ja, wir haben noch mehr vom Signal Angel. So, okay. There's a question when a prototype will be available. Wann wird ein Prototyp verfügbar sein? I'm happy to give out blank PCBs or post them to people, so I've got to actually pack them with me. Ich bin sehr bereit PCBs herzugeben. Ich habe ein paar dabei. Wir reden immer gerade von ungefähr 400 Euro irgendwie für solche Schaltkreise. Das ist also ungefähr so teuer wie ein iPhone. Es ist also ökonomisch okay, aber eigentlich ist das eher ein Witz. Und dann haben wir irgendwie noch den Joystick. Und kennt ihr irgendwie ein iPhone, das einen Joystick-Port hat? Eher auch nicht. Ich hoffe, es ist etwas, was wir schnell realisieren wollen. Es wäre halt schön, irgendwie, wenn Leute uns dabei helfen würden, damit wir bis zum nächsten Kongress reichlich Leute haben, die mit diesem Telefon durch die Gegend rennen. Mikrofon 1, bitte. Danke für den guten Talk. Ich habe auch noch eine Frage. Du möchtest die Anzahl der Blackboxes reduzieren. Aber was ist mit Verschlüsselung? Ist sehr, sehr kompliziert. Und wie möchtest du das machen? Ah, hervorragende Frage. Die beste Verschlüsselung, die es gibt, ist auch die einfachste, nämlich One-Time-Pads. Wenn man also lokale Gemeinschaften ermächtigen möchte zur Verschlüsselung und wir haben 2 Handys, bringen die in Nähe voneinander mit einer Infrarotverbindung, schütteln sie beide heftig, dann haben beide ein gemeinsames One-Time-Pad und dann machen wir da XOR.
Microphone number 3. Mikrofon 1, bitte. So you talked about the form factor right now. Du hast also über die Größe des Telefons geredet. Yep. Ist so groß wie ein Nintendo Switch. Habt ihr irgendwelche Pläne, das kleiner zu machen? Ja, natürlich. Ich denke, das ist möglich. Ihr seht die erste Version hier, die ist ungefähr 5 cm dick. Und ich denke, die zweite Version werden wir auf 4 cm kriegen. Und werden es vielleicht reduzieren auf ziemlich genau die Displaygröße, aber immer noch 4 cm dick. Das Schaltkreis-Layout hat mich jetzt ein paar Male ausgeschimpft dafür, dass ich hier hin und her designe, in der Hoffnung, es kleiner zu kriegen. Aber wenn wir einen funktionierenden Prototyp haben, dann können wir das hoffentlich an ein Miniaturisierungsteam geben, die das dann machen. Aber ihr wisst, da muss man Interessen balancieren. Nämlich als auch das Solarpanel möchte natürlich immer noch groß genug sein. Ich denke, ihr könnt es kleiner machen, aber ich weiß nicht, ob ihr es machen solltet, denn wenn die Apokalypse passiert... Ja, das ist richtig. Eine Frage aus dem Internet, bitte. So, what do you think about the Open MoCo phone? Was denkst du über das Open MoCo Telefon? Open MoCo Phone, da muss ich mir überhaupt die Details mal erinnern. Alles, was gemacht wird an all diesen Fronten, um tatsächlich völlig offene Geräte zu finden mit möglichst wenig Blackboxes, finde ich großartig. Wenn also wir irgendjemanden finden würden, der so ein offenes, vertrauenswürdiges Modem realisieren könnte, wären wir so glücklich. Ich habe gestern einen Talk von den Open MoCo Leuten gehört. Du kannst also gerne die Aufnahme angucken, wenn du möchtest. Nächste Frage bitte. Danke für den guten Talk. Ich bin den Mega 65 interessiert. Ist der verfügbar? Ja und nein. Die zwei relevantesten Fragen, die häufigsten Fragen, die ich dazu kriege, sind immer, kann ich das kriegen und was kostet? Also nein. Dieses ist jetzt gerade erstmal ein Prototyp. Und das heißt, allein die Hülle mit dem mit der Vakuumformherstellung kostet schon um die 400 Euro. Das ist kein ökonomisch nachhaltiger Ansatz dafür. Die australische Gesetzgebung für Fundraising ist total weird. In Deutschland gibt es Leute, die das machen. Wenn ihr auf mega65.org nachseht, könnt ihr sehen, was Leute da machen. Ja. Haben wir mehr Fragen aus dem Internet? Nein. Vielen Dank für den wundervollen Talk. Thank you.